So, herzlich willkommen. Ihr fragt euch sicherlich, wieso habe ich dieses Video angeklickt? Wieso schaue ich ein Video von einem YouTuber, der so gut wie keine Abonnenten hat? Ganz einfach, weil ich euch heute etwas ein bisschen über Spiele erzählen will. Ich muss mal meinen Stuhl ein bisschen rüberrücken. So. Das ist alles hier ein bisschen spiegelverkehrt, aber ich mache es ja auch live. So. Und zwar geht es darum, was ist Spielen heutzutage noch? Wie sind die Spiele heutzutage noch? Viele Spiele heutzutage sind nicht mehr gut, weil sie eine Story haben. Du spielst die Story und hast danach keinen Bock mehr. Dann bleibt dir nur noch der Multiplayer-Modus übrig und da macht das Level nur noch Spaß und nach dem Level hast du vielleicht auch keinen Bock mehr. Ich stelle euch heute ein paar Spiele vor, die ich spiele, die ich gut finde, werde euch ein bisschen was über die Spiele erzählen. Ich werde keine kurzzeitigen Videos reinstellen von irgendwelchen Gameplays oder so, da ich das für überflüssig finde. Also wenn ihr jetzt erwartet, dass ich euch hier irgendwelche Teile zeige von Spielen, wie die gespielt werden oder was weiß ich und euch was darüber erzählt, dann könnt ihr gleich wegklicken, klickt euch irgendein anderes Video an mit dem Gameplay von dem Video, von dem Spiel. Ich erzähle euch nur ein bisschen was über die Spiele Pro und Contra und das war's dann eigentlich auch. Und dann könnt ihr euch eure Meinung über so ein Spiel bilden. Ich würde es cool finden, wenn ihr dann ein bisschen in den Kommentaren darüber diskutiert. Ihr könnt mir auch Nachrichten senden. Bitte keine dummen Hater-Kommentare oder du bist nur ein dummer Faker von irgendjemandem. Auf sowas habe ich keinen Bock, weil das ist einfach nur sinnlos und sowas machen eigentlich für mich auch nur kleine Kinder, die keine Ahnung von der Materie haben. Jetzt. Ja, zuerst Materie. Was ist ein Gamer? Ein Gamer ist jemand, der sich wirklich mit Spielen auseinandersetzt, der nicht einfach nur sich hinhockt, das Spiel durchspielt, den Multiplayer durchspielt und dann das Spiel verkauft und dann das nächste Spiel sich holt und dann genau das gleiche macht. Das ist für mich schon mal kein Gamer. Ein Gamer ist für mich, der sich wirklich mit dem Spielinhalt auseinandersetzt, der sich wirklich Gedanken darüber macht, wie das Spiel ist, was ist gut an dem Spiel, was ist scheiße an dem Spiel, lohnt es sich das zu kaufen. Das ist für mich ein Gamer. So, und jetzt fange ich auch schon mit dem ersten Spiel an. Und zwar Skyrim. Eins meiner Lieblingsspiele. Ja, viele denken sich jetzt auch, ja, Skyrim ist ein cooles Spiel, aber es fehlt der Online-Modus. Es ist wirklich kein Online-Modus dabei, wenn man mal hier auf die Verpackung schaut. Ist kein Online-Modus dabei. Ich habe jetzt die PlayStation 3 Edition. Ich weiß nicht, ob es das für andere Konsolen gibt, außer jetzt für den PC. Ja, dieses Spiel ist für, wie gesagt, eins meiner Lieblingsspiele, weil in diesem Spiel hat man eine Story, die ist schön erzählt. Es geht um einen Typen, also um den Spieler. Man ist namenlos, man kann sich aber einen Namen machen. Man ist gefangen, also ich will jetzt nicht spoilern, also man ist gefangen und ja, und dann kommt ein Drache und dann ist man befreit und versucht sich dann den Sturmmänteln oder den Kriegern des Kaiserreiches anzufreunden. Ja, das ist eigentlich der Sinn des Spiels und man macht verschiedene Quests und man ist der sogenannte Drachenblut, also man kann dann verschiedene Drachenkräfte lernen. Das ist cool. Ja, es ist ein Rollenspiel. Ja, man hat seinen Charakter, man kann sich Rüstungen selber schmieden, kann sich aber auch welche kaufen, man kann von den Leuten, kann man die man getötet hat, kann man die Rüstungen nehmen und verbessern mit Zaubertränken alles. Ja, es ist eine sehr große Spielwelt. Man lernt also nie aus, man hat viel zu erkunden, es schneit, also Wettereinflüsse sind da. Ja, also wirklich ein Hammer-Game. Das Blöde daran ist halt, wie gesagt, wenn es einen Online-Modus hätte, wäre es natürlich noch cooler, aber wenn man auch solo seinen Spaß haben kann, ist es auch schön. Also, wie gesagt, eins der besten Spiele. Das ist auch eines der Spiele, wo man sich wirklich mit auseinandersetzt, wo man sich nicht einfach so denkt, so, ich zock jetzt mal eine Runde Skyrim. Also,
So geht das nicht, man muss wirklich schon lange spielen, um irgendwas zu erreichen. Ja, Skyrim ist ab 16 freigegeben, also wenn ihr unter 16 seid, müsst ihr halt eure Mutter fragen, ob sie es euch kauft, ansonsten kauft's euch! Gut, das war Skyrim. Nun komme ich zu einem Rennspiel. Gran Turismo 6. Ja, hier steht 3 für 49 Euro, das habe ich mir gekauft, war bei Mediamarkt eine Aktion, 3 für 49 Euro, deswegen habe ich mir gedacht, oh, okay, Gran Turismo 6. Ich fand ja schon den fünften Teil und die Teile davor ja ganz schön cool und Gran Turismo 6 ist und bleibt auch noch cool. Man hat wieder eine riesen Auswahl von Fahrzeugen, die sich sogar ständig aktualisiert. Man hat viele Strecken. Man hat Tuning, jetzt nicht hier Need for Speed Underground 2 und so, aber dazu werde ich auch noch kommen. Nicht zu dem Spiel, aber zu was anderem. Und es gibt einen Online-Multiplayer und in diesem Spiel, du hast zwar keine besondere Story oder so, aber du willst halt Geld verdienen, dir coole Autos aufbauen und dann vielleicht sogar mit den coolen Autos in Online-Modus gehen, weil der Online-Modus, ich finde, das ist schon wieder fast das Herzstück, weil im Online-Modus bis auf die kleinen Spasten, die immer hier Ferrari Enzo oder irgendwelche Highspeed-Karren fahren und sich damit rammen. Auf jeden Fall, der Online-Modus ist richtig cool gemacht. Du hast auch alle Strecken aus dem, ja, aus dem Singleplayer zur Auswahl, alle Fahrzeuge. Und ja, es kommt halt auf die Lobby an, in der du bist, aber ansonsten kannst du dann auch deine Autos vorstellen. Da gibt es einen speziellen Modus, hier Car Show oder so. Oder du kannst dich echt mal mit Freunden hinsetzen und auch dein 24-Stunden-Rennen veranstalten, obwohl auf der PS3 jetzt 24-Stunden-Rennen fahren. Naja, okay. Auf jeden Fall auch ein gutes Spiel. Kostet jetzt noch 60 Euro. Ich habe es damals für 15 gekriegt. Wie gesagt, wegen dieser Aktion. Aber große Kaufempfehlung, ansonsten würde ich euch Gran Turismo 5 empfehlen, ist genauso gut, wenn nicht sogar vielleicht sogar ein Stück besser, man hat bessere personalisierte Möglichkeiten und so, aber das ist wieder was anderes, dazu werde ich noch kommen. So, jetzt zu dem Thema, was ich eben schon angesprochen hatte, Underground 2. Hier haben wir Juice 2, ein Spiel, was ich ziemlich stark an Underground 2 mitorientiert hat, denke ich mal. Ja, Tuning ist sehr viel da, Frontstoßstange, Seitenschürzen, Heckstoßstange, Spoiler, Breitbau, Felgen, man kann seine eigenen Sticker erstellen, ja, das Blöde ist halt, es wird zu wenig gezockt und es gibt keine Open World, weswegen es zu wenig gezockt wird, weil der erste Teil wahrscheinlich noch nicht so gut ankam und, ja, dass die THQ wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Spiele jetzt entwickelt hier. Das Spiel ist ja von THQ. Und ich habe es damals mal gelesen, dass THQ ziemlich unbekannt, also ziemlich unwichtig geworden sei oder so. Und deswegen werden diese Spiele nicht mehr so gut verkauft. Außerdem meinen viele, dass es ein Fake von Underground 2 ist, obwohl die Grafik, die ist wirklich sehr ansprechend. Und auch das Tuning an sich macht Spaß, also mir fehlt sogar ein Tuning-Modus eigentlich, weil du kannst eigentlich nur in der Karriere tunen und dafür musst du halt dein Karrieregeld, was du dir erfahren hast, bei den vielen Spielmodi, es gibt ja Drift, Drag gibt es jetzt nicht, aber es gibt ja Sprintrennen, Rundkurse und das alles halt. Das Blöde ist halt, wie gesagt, keine Open World. Du fährst halt immer auf Rennstrecken rum und da verdienst du dir halt dein Geld. Du kannst sogar Fahrzeugbriefrennen machen. Und so, denn das Fahrzeug kannst dir eins von den gegnerischen Fahrzeugen aussuchen. Am Anfang von des Rennens halt und kannst Wetten platzieren. Und ja, wenn du das Rennen gewinnst oder vor diesem Gegner ins Ziel kommst, bekommst du sein Auto. Und das ist das Coole daran. Ja. Das war es eigentlich auch schon wieder zu Juice 2. Ich, ja, hinten drauf steht sogar abgefahren. Das Spiel ist abgefahren. Ich würde es cool finden, wenn ihr euch holen würdet, weil Schadensmodell ist sogar auch da. Sehe ich gerade hinten auf der Verpackung. Ja. Auf jeden Fall cooles Game. Macht riesen Laune. Man hat wirklich sehr viele Stunden Spielzeit, Spielspaß.
Karriere dauert sogar eine Weile, bis durch ist. Es ist zwar keine große Geschichte da jetzt, aber ja, was gibt es bei Rennspielen für eine große Geschichte, in der es ums Tune geht? Bau dir den geilsten Wagen auf und tune den bis zum Ende und ja, sei cool. Also das ist so hier das Ziel, werde der beste Racer der Welt oder so. Gut, das war Juice 2. Kaufen würde ich sagen. Ja, gibt es nicht hier mehr in den Läden zu holen, aber kann man sich bestimmt auch hier in Amazon oder eBay. Auf jeden Fall, man braucht sogar keinen Code, um online zu spielen, obwohl das Online-Spielen ist wird eh nichts, weil es wird einfach zu wenig gespielt, was ich bei diesem Spiel zu traurig finde. So, das war das Spiel. Nächstes Spiel. Wir haben noch viele Spiele vor uns. Vor einem Jahr, glaube ich, rausgekommen oder diesen Sommer. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall Need for Speed Rivals. Ja, viele haben sich da wieder zu viel Hoffnung gemacht, weil viel gesagt wurde, ja, es kommt wieder Tuning rein, es kommt wieder Tuning rein. Leute, es gab Need for Speed schon ohne Tuning, aber das hier, dieses Spiel ist für mich kein Need for Speed. Ich habe mir selber Hoffnungen gemacht nach dem vorherigen Ableger Most Wanted, der ja nicht so schön war, wo eigentlich kein Most Wanted war, sondern eher Burnout. Dieses Spiel verbindet Burnout und Hot Pursuit miteinander, finde ich. Warum? Du fährst Rennen wie in Hot Pursuit, das ist keine wirkliche Stadt. Ja, ich will eigentlich gar nicht mehr groß über dieses Spiel reden. Man hat nicht mal so eine große Fahrzeugauswahl. Bei der Polizei sind es mehr Fahrzeuge als bei den Tunern. Als bei den Racern, eher gesagt. Storymäßig, okay. Die Racer wollen halt fahren und die Bullen wollen das nicht zulassen. Man kann hin und her switchen, ob man jetzt Bulle ist oder Fahrer. Racer halt. Obwohl, ja, macht eigentlich, wer das Spiel spaßig findet, kann ich eigentlich nicht so wirklich verstehen, weil es einfach nur rumfahren mit Bullen im armen Arsch ist. Story ist auch schnell durch. Es geht eigentlich wieder nur ums Aufleveln. Man muss permanent online sein bei dem Spiel. Wegen diesem Autolog oder All-Drive, wie sich das genannt wird. Und ratet mal, wie viele Spieler in dem All-Drive mitfahren können. Ja, 6 Stück. 6 Leute seid ihr dann in einer Lobby. Das ist für PlayStation 3 schon ziemlich bitter. Aber es soll ja auch kein Massive Multiplayer Online-Rollenspiel sein. Racing Game sein. No. Gut, Skate 3, ich glaube, darüber gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Bist ein Kerl ohne Name. Und hast ein Skateboard, skatest, versuchst dir die ganzen Spots abzuklappern. Storytechnisch auch nicht so wirklich. Das Ziel des Spiels ist halt, so viele Decks wie möglich zu verkaufen und dir einen Namen zu machen in der Skater-Welt. Danach gibt es noch den Multiplayer und es gibt sogar dort gibt es einen Skatepark-Editor, in dem könnt ihr euren eigenen Skatepark bauen. Oder wenn ihr zu faul seid und auf einen richtig krassen Skatepark fahren wollt, geht ihr einfach online und ladet euch einen Skatepark runter. Da gibt es haufenweise coole. Ich würde euch jetzt ein paar empfehlen, aber die behalte ich lieber für mich, weil die einfach zu cool sind. Und wenn ihr jetzt denkt, Arschloch oder so, sucht euch die Skateparks selber raus. Ja. Das Lustige ist, man kann oft auf die Fresse fliegen oder andere Spiele aufschlagen. Macht ziemlich Spaß und Soundtrack-mäßig. Habe ich jetzt bei den anderen Spielen auch gar nichts gesagt, aber da ist der Soundtrack jetzt eh nicht so super. Ja, hauptsächlich Hip-Hop und Skate-Rock. Also eigentlich nicht so meine Musik, wer es hört. Okay. Jetzt kommen wir ein zu den Spielen, auf die sich viele gefreut haben. Wo die Freude mir dann aber im Hals stecken blieb eigentlich, als ich mir das hier geholt habe. Der nächste Ableger der Call of Duty-Reihe nach Call of Duty Black Ops. Ja, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe mir gedacht, okay, Modern Warfare 2 war ja eigentlich schon ganz cool, obwohl Modern Warfare 1 besser war. Aber Modern Warfare 3. Naja, zu Call of Duty gibt es ja nicht viel zu sagen. Eine Story, die 10 Stunden dauert und dann bist du damit durch, wo alles ziemlich linear durchläuft, wo du wirklich keine Möglichkeiten hast, dir einen anderen Weg rauszusuchen.
wo das meiste gescriptet ist, wenn du jetzt meinetwegen über eine bestimmte Stelle läufst, dass dann das Haus in die Luft fliegt und so. Ja, es gibt ein paar Stellen. Jetzt habe ich einen Texthänger. Ja, okay. Lass ich das lieber mal. Multiplayer. Das ist wieder so dieses typische Multiplayer. Ja, dieser typische Multiplayer-Typ. Hier steht zum Beispiel das ultimative Mehrspielerlebnis. Das ultimative Mehrspielerlebnis ist für mich, indem ich schon die Waffen zur Auswahl habe, wo nicht der mit dem höchsten Rang die beste Waffe hast und man fängt an mit blöden Scheißwaffen, mit kleinen dummen Waffen jetzt hier, die so schwach sind, und genau das ist hier das Problem. Man fängt mit kleinen Waffen an, die Spieler, die ein höheres Level haben, die sich Prestige gemacht haben, die haben halt die besseren Waffen und auch viel mehr Auswahl an Aufsätzen und Vorteilen und ja, diese Punkteserien. Das ist schon ziemlich blöd. Man kann es zu 16 online spielen, wobei die meisten wirklich kleine Kinder sind oder irgendwelche osteuropäischen Spasten, die wirklich mit Schimpfwörtern nur um sich werfen, wenn sie gekillt wurden. Deswegen ist der Online-Multiplayer ziemlich nervig und das läuft auch wieder auf ziemlich kleinen Maps, spielt sich das Ganze ab und ja, kleine Maps, kleines Vergnügen. Manchmal freut man sich dann, wenn man hier seine Serie hat, aber ist nicht schön, das Spiel, und deswegen ist es eigentlich auch nur aufleveln, und wenn man aufgelevelt hat, hat man meistens keinen Bock mehr. Ich meine, ich habe zwar noch nicht aufgelevelt, aber ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Deswegen, ja, schreibt mich einfach an, wenn ihr es kaufen wollt. So, Rage. Wurde schon mal von anderen Leuten vorgestellt als Scheißspiel. Ich muss sagen, so scheiße ist es gar nicht, es ist eher mittelmäßig. Man spielt einen namenlosen Typen, man von der Vorwelt und fliegt mit seiner Arche dann weg, und man überlebt als einziger eine Apokalypse. Kommt man halt wieder in eine total verkackte Welt, die sich so langsam wieder neu aufbaut, was man aber nicht sieht, und versucht sich irgendwie dort einzuleben zwischen Mutanten und Menschen, die auch wirklich noch ein bisschen, also zwischen den paar Menschen, die auch noch überlebt haben. Ist eine Mischung aus Shooter und Rennspiel, also man kann auch ein paar Autos fahren, Rennen fahren, Geld verdienen. Shooter-technisch, okay, es läuft auch ziemlich, also es gibt nicht so wirklich eine Open World. Man kann zwar von Stadt zu Stadt fahren durch eine kleine Wüste, aber wenn man jetzt eine Quest macht, die sind ziemlich linear wiedergehalten wie Call of Duty, und man hat nicht wirklich viele Möglichkeiten, was zu machen, und die Gegner sind auch nicht ziemlich schwer, also das Spiel an sich ist nicht wirklich schwer. Ja, es ist ein Spiel, was von den Machern, die den Shooter erfunden haben, gemacht wurde. Schon ziemlich traurig, dass da sowas rauskommt, und naja, spielt selber, um noch was herauszufinden. Ich mach gleich mal weiter. Und zwar mit Uncharted 3. Ja, das ist die Kohlen Edition, ich weiß. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Uncharted 3, ja, okay. Man hat wirklich eine Story, die Spaß macht. Ist ein Third-Person-Shooter. Story-technisch einwandfrei, also man hat wirklich längere Stunden Spielspaß. Ich weiß gar nicht mal, wie lange ich für die Story gebraucht habe. Ich glaube, ich bin noch nicht mal damit durch. Und lohnt sich wirklich, es zu kaufen. Auch für den Online-Multiplayer, man muss jetzt, man hat wirklich noch Bock, nach dem Leveling auch noch weiter zu spielen, weil es gibt immer was Neues zu finden und so. Man hat auch nicht wirklich Kill-Serien, sondern das nennt sich irgendwie anders, wenn man eine bestimmte Punkteanzahl verdient hat, dass man dann meinetwegen eine Granate hat, die dann sich nochmal in mehrere Granaten aufsplittert oder so. Auch ein geiles Game. Ja,
kaufen, würde ich sagen. Need for Speed The Run hau ich gleich mal rüber, weil dazu gibt es nichts zu sagen, wurde von vielen gesagt, ist scheiße, wird auch scheiße bleiben, auch wenn irgendwelche dummen Patches rauskommen, wie das Italien-Pack oder so. Also ich habe dieses Spiel schon nach ein paar Stunden abgeschrieben, nachdem ich die Story durch hatte, nachdem ich den Multiplayer ein bisschen gezockt hatte, nachdem sich im Multiplayer alles aufgehangen hatte. Deswegen, ne, kauft's euch nicht. Tuning ein bisschen vorhanden, man kann Karosseriekit auswählen, Felgen und so ist gar nicht, kann man gar nicht verändern und so, man kann also nur Karosserie und Farbe ändern. Mehr aber auch nicht. So, Need for Speed Undercover, schon ein älteres Spiel. War eigentlich, da hat es eigentlich angefangen mit Need for Speed schlecht zu werden. Also ist wieder wie Need for Speed Most Wanted, nur in einer anderen Stadt. Ja, man spielt einen Bullen, der die Racer versucht außer Gefecht zu setzen. Also der so einen kleinen, so eine kleine Gruppe von Racern versucht er da auffliegen zu lassen. Was dann aber auch irgendwie ein bisschen nach hinten losgeht. Auf jeden Fall, Tuning ist noch da, aber auch nur von kompletten Karosserie-Kits. Aufkleber, Felgen, Spoiler ist auch noch da. Große Autoauswahl auf jeden Fall. Also, das ist das Gute, aber grafiktechnisch ist es jetzt auch nicht mehr das Beste. Also, es sieht noch PlayStation 2-mäßig aus. Wahrscheinlich liegt es daran, weil es noch eine Version für die PlayStation 2 davon gab. Also, aber auf der PS3 sieht es schlimm aus. Gut, ja, wir haben hier Little Big Planet 2, ein gelungenes Spiel, kreativ, man kann seine eigenen Sachen bauen, eigene Levels, storytechnisch auch ziemlich lange und auch anspruchsvoll, also man hat wirklich viel Spaß und das Geilste ist halt der Online-Modus natürlich mal wieder, also gehst online und hast da wieder eine Auswahl von tausenden von Levels. Ich glaube, ich habe das Spiel gespielt. Ja, von mehreren Levels, also die sich dann manchmal an anderen Spielen orientiert haben, hier Far Cry 3 oder so, dass du dann da durch ein Level läufst, was wie ein Dschungel gestaltet ist oder so, oder dass sie hier auf Need for Speed machen, wo du dann in ein Level fährst, wo du mit Autos halt rumfährst, die aus Pappe gebaut wurden, ein bisschen angemalt wurden. Ziemlich lustig, macht Spaß, man kann seinen eigenen Sektor erstellen mit verschiedenen Kostümen und so. Also gibt auch viel Content zu kaufen, natürlich zu kaufen, also ein Kostüm kostet glaube ich 50 Cent oder so. Ist womit ich leben kann, aber ich würde kein Geld dafür ausgeben, weil es einfach schon genug so in dem Spiel drin ist. So, jetzt komme ich zu einem Ableger aus einer sehr aus einer Reihe von Spielen, die mir wirklich sehr gut gefällt, und zwar MotorStorm. Das hier ist MotorStorm Apokalypse, der vierte Teil. Und ja, ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also, Rennen in der Stadt fahren geht schon mal gar nicht. Dann grafiktechnisch, okay, die erinnert an die guten alten Zeiten der PlayStation 2. Was die Fahrzeuge angeht, es wurde sehr viel erweitert. Es gibt jetzt nicht nur Motorräder, Monster Trucks, Geländewagen, es gibt jetzt sogar Racing-Karren, Muscle-Cars, Kleinwagen, Chopper, Motor, Speedbikes und lauter so ein Zeug. Und ja, von der Fahrzeugauswahl wirklich sehr gut. Man kann diese Fahrzeuge auch individuell verändern. Stoßstangen. Alles, also auch ein ziemlich geiles Game an sich, wenn die Grafik nur nicht so beschissen wäre. Storytechnisch bist du nach 4 Stunden durch und die Story gehört eigentlich nicht in so ein Spiel rein, weil es einfach ein Spiel ist, ein Arcade Racer. Gehört da einfach nicht rein. So, jetzt haben wir hier Mod Nation Racers, an denen sich glaube ich das Little Big Planet Karting so ein bisschen orientiert hat. Also das ist wie Mario Kart ein bisschen gemacht, man hat nur weniger Items, kann sich eigene Strecken bauen, sein eigenes Fahrzeug bauen, seinen eigenen Charakter erstellen, macht viel Laune, mit Freunden macht's noch mehr Spaß, also ziemlich guter Party Racer, online mäßig, ja, also ich kann dieses Spiel nur positiv bewerten, auch wenn es ein bisschen kindlich gehalten ist, aber ansonsten macht's Spaß, ja. So,
nochmal Motor Storm, Pacific Rift, mein Lieblingsableger der Teil. Dieses Spiel ist wirklich von der Story, also was heißt Story, von dieser Karriere her, ist es wirklich anspruchsvoll. Die Rennen werden nach Zeit zu Zeit immer schwerer. Leider wurden für den Online-Modus die Server abgeschaltet, weswegen man es jetzt nicht mehr online spielen kann. Ja, Rig Race will ich jetzt nicht so die ganze Zeit fahren. Ja, da wohl war die Fahrzeugauswahl auch schon ein wenig erweitert. Ich glaube, es wurde um Monster Trucks und Monster Trucks wurden also hinzugefügt. Von dem ersten Teil gab es noch keine Monster Trucks, in dem Teil gibt es jetzt Monster Trucks. Ja, ziemlich cooles Game, zerstörbare Umgebung ist auch da, was ich bei den anderen Spielen zu nichts dazu gesagt habe, aber es gab auch noch nicht wirklich ein Spiel mit zerstörbarer Umgebung. Man kann Räume, Häuser, alles umfahren, natürlich muss man das spezielle Fahrzeug dafür haben. Online, der Online-Modus damals, ich habe mir das Spiel damals, als ich mir die PlayStation 3 gekauft habe, ich mir das Spiel als erstes gekauft, weil ich schon viele Let's Plays gesehen habe und ich fand das Spiel einfach Hammer. Schon von den Let's Plays her, die Grafik ist wirklich ansprechend, also die sieht sogar schon fast realistisch aus. Also jetzt, die Texturen, die sind wirklich sehr detailliert und wie gesagt, zerstörbare Umgebung, kann sein Auto im Wasser abkühlen lassen und was weiß ich was, also wirklich ein spaßiger Racer. So, ich überspringe mal ein paar Spiele, über die ich nicht reden will, da es einfach, da ich euch einfach noch so ein bisschen was erzählen will. Ich wollte eigentlich noch GTA 5 ansprechen, aber da erzähle ich euch jetzt nochmal sowas von, aber falls ihr mich nicht hier, ich glaube, dass ich das habe. Also hier ist GTA 5. Ja, was kann man dazu sagen? Alles richtig gemacht. Man hat drei Charaktere, drei Hauptcharaktere, die man spielen kann. Storytechnisch. Ich bin noch gar nicht so weit in der Story. Also man hat in der Story wirklich viel zu tun. Also man kann irgendwie Raumschiffteile oder so muss man dann noch suchen. Die Geschichte ist auch wirklich gut erzählt. Es geht eigentlich immer nur ums Geld verdienen. Das Coole ist, es ist auch wieder Autotuning da. Man kann wieder Flugzeuge fliegen, was in GTA 4 ja nicht möglich war. Das einzige, was sich vielleicht was einige vielleicht blöd finden, man kann nicht mehr in so viele Häuser reingehen, obwohl die Welt ist groß genug, wieso sollte man da in irgendwelche Häuser noch reingehen wollen oder müssen. So, online-technisch, Multiplayer ist auch wirklich sehr geil gemacht. Ist wie normal, also wie Story schon fast, man muss auch Missionen erfüllen, damit man Geld verdient. Das Blöde ist halt wieder, wenn irgendwelche Kiddies kommen und sich dann wieder im Online-Modus abknallen. Und einfach nicht damit aufhören, aber dazu kann man ja auch eine private Lobby erstellen. Oder mit Freunden spielen. So. Die Spiele überspringe ich auch mal, weil das sind alles Scheißspiele. Ja, das hier genau, das wollte ich noch ansprechen. Final Fantasy Realm Reborn ist ein Online-Spiel. Wie die meisten Online-Spiele auf der PS3 muss man nicht bezahlen. Hier habe ich 30 Tage das Spiel kostenlos zocken dürfen und danach musste ich dafür bezahlen. Was ich natürlich nicht eingesehen habe, auch wenn es ein Massive Multiplayer Online-Game ist. Aber auf der PlayStation 3 muss man eigentlich für kein einziges Online-Spiel bezahlen. Also auf jeden Fall keins, das ich kenne, abgesehen von diesem Spiel. Was ich ziemlich traurig finde, da das Spiel eigentlich ziemlich viel Spaß macht und ja, ist schon traurig eigentlich. Also man hat viele Möglichkeiten. So, jetzt noch zu einem ziemlich neuen Spiel, was vor kurzem erst rausgekommen ist, mit der PlayStation 4, glaube ich, die ich mir nämlich vor kurzem zugelegt habe. Ich habe mir die PlayStation 4 gekauft mit dem Spiel Watch Dogs. In der Hoffnung, dass dieses Spiel geil ist. Was ich in diesem Spiel erlebt habe, habe ich nicht glauben wollen. Erstmal die Grafik, die Stadt sieht wirklich schön aus, aber die Texturen, die sehen aus wie bei Driver 2, von den Häusern zum Beispiel, die sehen wirklich aus wie von Driver 2. Nachts, wenn man, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, wenn man über die Stadt fliegt, was man aber nicht machen kann, weil es keine Flugzeuge gibt,
Ja, dann leuchtet alles schön. Die Autos sehen auch aus wie von der PlayStation 2 konvertiert, irgendwie auch so ein GTA von der PlayStation 2 konvertiert und dann in dieses Spiel rein. Man kann so ziemlich alles in dieser Welt hacken und sich somit seinen Vorteil verschaffen. Storytechnisch bin ich damit noch nicht durch, weil ich einfach nicht so viel Spaß mit dem Spiel habe. Allein wegen der Grafik. Ja, man kann nur Autos und Motorräder fahren und Boote. Flugzeuge gibt es, soweit ich weiß, nicht. Ja, also macht teilweise Spaß, würde ich sagen. Für den Online-Modus muss man außerdem PlayStation Plus besitzen, was wiederum blöd ist. Aber wozu gibt es die gute alte PS3, ne? So, das war's eigentlich. Also, ich wollte euch nur ein bisschen was über unsere heutigen Spiele erzählen, was es damit auf sich hat. Also, die meisten heutigen Spiele sind einfach nur noch Story durchzocken. Dann keinen Bock mehr auf die Story haben, dann meistens noch nicht mal irgendwie einen Modus haben, wo man dann aus Langeweile irgendwas machen kann. Ja. Multiplayer, aufleveln, 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 hauptsächlich bei Shootern irgendwelche Waffen verdienen, und dann war es das auch wieder, wenn man sein Höchstlevel erreicht hat, hat man dann auch keinen Bock mehr. Und ja, das sind unsere heutigen Spiele. Also, ich empfehle euch nur ein paar von den Spielen. Ihr habt ja gemerkt, welche ich euch empfohlen habe, und die solltet ihr euch wirklich kaufen. Ich habe noch viel mehr Spiele da, aber die will ich nicht alle vorstellen, weil das Video geht jetzt schon eine halbe Stunde, und eine halbe Stunde irgendwann bei Labern zuzugucken, ich weiß, das kann ziemlich langweilig werden. Und zum Schluss will ich euch noch einen Teil zeigen, also die Definition Gamer, die ist von einem Channel, Alt-F4 Games heißt der Channel von Tim. Ist auch ein ziemlich guter Channel, der zeigt euch wirklich nur schlechte Spiele hauptsächlich und begründet das auch wirklich wieso. Ich habe jetzt nicht so die passenden Begründungen gefunden, aber ich habe sie in meinem Kopf rumfliegen, aber ich will euch jetzt, wie gesagt, nicht zulabern, weil ich einfach zu viele Spiele hier da liegen habe. Ja, auf jeden Fall Zitat nochmal ab, und dann sage ich schon mal Tschüss und ihr könnt euch nochmal das Zitat reinziehen. Ich habe eine 2 Plus in meinem Aufsatz geschrieben, du bist aber kein Schriftsteller. Ich habe ein paar Jahre Fußball gespielt, du bist aber kein Sportler. Ich kann ein wenig Gitarre spielen, du bist aber kein Musiker. Und zu guter Letzt, ich zock seit 2 Jahren COD und ein Gamertag ist XX24 NoScope, du bist aber kein Gamer. Ein Gamer ist für mich jemand, welcher nicht nur hirnlos vor sich hin konsumiert, sondern sich mit der Materie an sich auseinandersetzt. Also über den Tellerrand blickt.